was sagst du? Habe ich dir zu viel versprochen, Angela? Sieh dir das mal an. Ist umwerfend. Weißt du eigentlich, dass ich 35 Jahre gebraucht habe, um dich auf ein solches Schiff zu kriegen? Oh ja. Seit unserer Hochzeit möchtest du mit mir eine Schiffsreise machen, aber damals war ich ja schwanger. Und jetzt sind wir schon unterwegs, um unseren ersten Enkel zu sehen. Mein Gott, was für ein Zeitsprung. Hm? Na, dann komm, schön's für aller Großmütter. Du sag bloß nicht Oma zu mir, ja? Das darf nur mein Enkelsohn. Schönes Schiff, was? Ja, echt super. Bist du schon mal mit so einem Schiff gefahren? Nein, und Sie? Bin nicht so der klassische Kreuzfahrer, aber mit so einem Dampfer nach Kanada, das hat schon was. Und du? Reist du ganz alleine? Nicht wirklich. Mit meiner Mutter. Also man sieht sich. Eine gute Angel übrigens. Empfehle ich auch immer. Tschüss. Tschüss. Ich kümmere mich ums Einchecken. Gibst du mir mal deinen Pass? Und den Voucher. Ja. Bis gleich. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau eine schöne Reise. Das Gepäck wird auf die Kabine gebracht. Danke. Angela. Angela. Angela, was ist denn? Was hast du denn? Meine Liebe, du bist ja ganz blass. Gar nichts habe ich hier. Es geht mir gut. Hast du schon eingecheckt? Ja, selbstverständlich. Komm, lass uns unsere Kabine ansehen. Ja. Lisa, wo bleibt das Kind? Hältst du hier mal die Stelle? War nicht schlecht. Danke. Aber das kann ja jeder auf der Gitarre spielen. Ich nicht. Interessierst du dich für Musik? Seit ich 12 bin. Kann ja noch nicht so lange her sein. Wenn das jetzt eine Anmache war, ging es daneben. Ich bin halt manchmal ein Trampel. Ich heiße übrigens Paul. Lisa. Hi. Warst du schon mal auf so einem Schiff? Nee, die Reise haben meine Mutter und meine Tante zusammen ausgeheckt. Lisa, da bist du ja, Kind. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Hallo, Tante Beatrice. War ja alles gut durchorganisiert. Ich hatte ein Schild um den Hals, alleinreisendes Kind. Und da wusste sogar der Taxifahrer, wohin ich muss. Übertreib nicht so. Jedenfalls freue ich mich, dass du heil angekommen bist. Du und Herr... Berling, Paul Berling. So. Freut mich. Hallo, Paul. Hey. Hallo. Na, du? Darf ich bekannt machen? Das ist Paul, mein Patensohn. Das ist unsere Chefhostess Beatrice. Dann darf ich auch bekannt machen. Das ist meine Nichte Lisa, Doc Schröder, unser Bordarzt. Hallo. Paul hat gerade ein Jahr Studium in den USA hinter sich gebracht. Ein Begabtenstipendium. Aha. Und was studieren Sie? Astrophysik. Ah. Mark! Hier bin ich! Komm rauf! Marc, entschuldige, es ging nicht schneller. Ich musste oben in der Boutique noch eine neue Lieferung in Empfang nehmen. Komm.